Wenn man Leute danach fragt, was das underratedste Spiel aus dem Hause Nintendo ist, belegen Statistiken, dass 7 von 10 Leuten Wii Music sagen. Sie meinen, dass das Gefühl zu musizieren einfach zu real ist, um nur ein Videospiel zu sein. Dementsprechend würde ich sagen, wir werfen einen Blick auf Wii Music, ein Klassiker der Videospielgeschichte. Es ist dafür bekannt, dass es eine gewisse E3-Vorstellung gab, welche, sagen wir, es war ein interessantes Jahr für Nintendo. Ich würde nie ohne Handgelenkschlaufe spielen. Ich will auch kein derartiges Sicherheitsrisiko für meine Umwelt darstellen. Wir nehmen Gast E oder F? Nein, wir nehmen Gast B. Ich habe das Gefühl, er hat sehr viel Ähnlichkeit mit mir. Sein Gesichtsausdruck ist sehr neutral. Im Prinzip wirst du mit deinem Controller und das Spiel des Instruments imitieren. Oh, das wird hervorragend. Seid ihr bereit für unser Piano-Abenteuer? Grüß dich schon wie ein Pianist. Ja. Okay, jetzt ist die Gitarre. Okay, ich kann die... Ich fühle mich wie ein Gitarrist. Oh mein Gott, jetzt kommt das Beste von allen. Jetzt kommt das Beste von allen. Oh, jetzt kommt das wirklich gute Spiel. Versuchen wir es. Man muss nur Knöpfe drücken. Schau mal, wie viel Luft er in seinen Lungen hat. Hol tief Luft bei mir, denn das wird ein langer Auszug für dich. Er hat eine Menge Luft in den Lungen. Mein Gott! Ich fühle es. Ich fühle mich wie ein Musiker. Miyamoto. Manche Leute sagen, du hast es nicht mehr raus. Aber ich denke, deinen Peak hattest du vor ungefähr 10 Jahren. Okay, wenn er anfängt zu spielen, spiele ich die Melodie mit. Morgen kommt der Weihnachtsmann! Oh mein Gott! Sie haben sich nicht lumpen lassen. Nintendo hat die Lizenz einfach ausgepackt. Fucking morgen kommt der Weihnachtsmann. Oh Gott. Prima. Ist das nicht wunderschön? Ich fühle es. Ich habe das Gefühl, ich würde jetzt was beitragen. Wisst ihr was? Das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist mein Triumph. Ich fühle mich wie ein Musiker. Der Weihnachtsmann. So fucking dumm. Sollte er mein eigenes Ding machen? Ich hatte das Gefühl, als Künstler bin ich damit, kann ich mich damit wesentlich besser entfalten. Liedende. Nein! Nein! Ihr könnt nicht aufhören! Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr es gehört? Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe Talent. Ihr habt Talent für die ganze Situation. Ich spüre es einfach. Wie viele Punkte würde ich mir geben? Nicht 100, ist ja vielleicht etwas übertrieben. 97. Fertig wäre eine Hülle für den Clip an. Kulisse. Ich hätte gerne... Ich denke, ich sage, dass ich das haben will. Da pack mir Milch bitte drauf. Verzeihung. Aber was zum Fick? Soll das so sein? Oder muss ich... Was wäre ein guter Rahmen dafür? Wii Music? Wii Music! Oh mein Gott, ja! Bitte! Ich möchte Hülle erstellen, mein erstes Album. Es ist ein alter Metal-Klassiker geworden, aber ich erzähle euch da nichts Neues. Ihr habt davon gehört. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Kling, 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 kling. Es ist einfach ein Klassiker. Die Ladung der Batterie der Wii-Verbindung lässt nach. Wie wär's, wenn du dich um deine Dinge kümmerst und ich um meine? Oh, was gibt's für Clips? Kann ich sehen, was andere noch gemacht haben? Top 10! Zeig mir, was wir haben. Oh, Nummer 1. Morgen kommt der Weihnachtsmann von Gast B. Und den Karate-Möhren. Es ist halt langsam angefangen. Da, da,
Ich dachte, meine Karriere sollte Pizzabäcker werden, aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass vielleicht Musik einfach das Richtige für mich wäre. Hört jetzt, jetzt kommt mein Part. Ich dachte mir, ich muss die Jury überzeugen von dem, was ich mache. Und dann habe ich, losgelegt. Ich habe mich langsam immer mehr getraut und ich habe gefühlt, wie die Menge, das Publikum, es jubelt, es schreit. Der Raum füllt sich mit Leidenschaft, der Hitze, der Liebe zur Musik. Ich habe mich einfach gehen lassen. Ich konnte nicht aufhören. Pass auf, gleich um die Stelle, als ich mir dachte, okay, oh, oh. Kunst. Dann werde ich euch mal beweisen, dass das Piano nicht... Kann ich nicht ein beschissenes anderes Lied haben? Morgen kommt der Weihnachtsmann, wie es aussieht. Ich meine, warum sollte ich auch ein anderes Lied spielen wollen? Ich fühle es. Kommt der Weihnachtsmann. Da, 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 da. Ich kenne den Text von dem Lied nicht mehr weiter. Der Weihnachtsmann. Da, 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 da. Ja! Ich fühle es! Oh mein Gott! Der Weihnachtsmann ist schon heute da, wie mir scheint. 28 Punkte, neuer Rekord! Ich bin der Beste. Morgen kommt der Weihnachtsmann? Nein, ich brauche gute Lieder. Oh mein Gott, das ist... Wir haben sie einfach so viele Hits in ein Spiel bekommen. Daydream Believer. Dieses Lied von den Monkeys war 1967. Hat so wie die US-Charts. Ob deine Version an den Volk einknüpft und die Hitparaden stürmt? Ich denke, ich bin mir da relativ sicher, dass ich das schaffen werde. Ich will die Blumenwiese. Alpenjam. Oh, das ist fantastisch. Quasarhorn, Saxophon, Tuba, Violine, Piano. Nein, 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 wir machen Marimba. Okay. Ja, das Gefühl, ich habe ein unterlegenes Instrument in der Situation. Wisst ihr was? Ich habe einen Fehler gemacht. Nein. Nein, nein. Menschliche Stimmgabel? Stell das mir das einen tonhörigen Ton aus Lautsprecher gleich auf die Plattform, okay. Es ist der alte Mi. Auf die Plattform mit dir. Ich meine, es ist fast so eine Art, es ist fast eine Art Minispiel. Stell es wie mit der tiefsten Tonlage auf die Plattform. Oh mein Gott, das ist sehr tief, Lady. Welche Melodie passt zum Satz, meine Brieftasche ist verschwunden? Meine Brieftasche ist verschwunden. Meine Brieftasche ist verschwunden. Ich glaube, wir machen das. Verschwunden. Okay, okay, wisst ihr was? Okay, wisst ihr was? Ich bin es gewohnt, als Künstler gerne mal schief von der Seite angeschaut zu werden. Von wegen, oh, das ist zu Musik. Aber ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen. Und ihr dachtet, es kann nicht besser werden! Diese Liebeserklärung an alle Tannenbäume ist hier eine einfache Melodie für Handglocken. Schwierigkeit kann auch gerne erhöht werden. Oh, shit. Oh mein Gott. Das ist fast wie ein Videospiel. Summt doch nicht so schnell herum, ihr fleißigen Bienchen. Die Noten tun es euch gleich. Im Notfall kann das Tempo auch herabgesetzt werden. Oh mein Gott, das ist einfach voll mit Hits. Ich bin die zweite Stimme. Als Hund. Warum existiert sowas? Nein, nein, wirklich. Warum? Ich fühle es einfach. Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Ich glaube, ich habe das Instrument für mich gefunden. Oh mein Gott, habt ihr das Ende gehört? Komm schon! Jetzt Clip speichern, bitte.
Das muss für die Nachwelt erhalten bleiben. Das war nicht ganz so gut wie das davor, sagen wir, ich gebe mir 96 Punkte. Ich denke, das ist fair an der Stelle. Nicht besser als mein erster Auftritt, aber man hat mal ein gewisses Talent, war einfach nicht zu verleugnen, versteht ihr? Ich muss mit der Wiimote weiter weg. Okay, dann würde ich sagen, wir machen ihn einfach so hier unter den Regenbogen. Perfekt. Nein, wir brauchen was wirklich Gutes. Oh, ah. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nur einen Gewinner für mich gibt. Und das ist das Feuer. ich kann nicht Nein zu dem Feuer sagen. Gast B und die 4. Das ist doch mal ein Bandname. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Spiel von Nintendo stammt? Also wirklich, es ist nicht nur gepublished, sondern das ist ein Nintendo-Spiel. Wenn es ein besseres Videospiel auf der Welt da draußen gibt, habe ich es noch nicht gesehen. Okay, und jetzt? Jetzt kommt gleich. Oh mein Gott, hört ihr das? Das Solo! Man muss die Jury von sich überzeugen. Man kann es nicht einfach so machen. Nein, ihr müsst zeigen, was ihr drauf habt da draußen. Ihr müsst auf die Bühne gehen und die Leute davon überzeugen, dass ihr das Talent seid, nachdem die Talentscouts gesucht haben. Das war gut. Dank. Gut! Das ist eine gewaltige Untertreibung. Lass uns mal, morgen kommt der Weihnachtsmann von der anderen Band reinhören. Und dann entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Es hat was vom Strand. Es weckt der Gefühle in mir, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie in mir vorkommen könnten. Aber wisst ihr was? Nein, ich möchte es nicht hören. Folgende Sache. Diese Versager, diese Konkurrenzband versucht mir meinen Gig, meinen Plattenvertrag bei Sony Universal auszuschlagen. Und dazu kann ich nur sagen, schwach. Sehr, sehr schwach. Aber wir alle wissen, dass Talent am Ende des Tages gewinnen wird. Und ich erzähle wohl nicht so viel, wenn ich sage, dass ich talentierter bin als diese anderen vermeintlichen Musiker. Hier sind einfach nur Schmutz. Schmutz, der beseitigt werden muss. Hab sie in den Müllsack gestopft und in den Fluss geworfen. Haben sie geschrien? Keine Ahnung. Hab nur ein paar Blasen gesehen, die aus dem Wasser hervorgingen, aber dann dachte ich mir, es könnte auch genauso gut ein kleiner Hund von dem an sein, der ertrinkt. Müsste ja nicht unbedingt die Musiker gewesen sein. Und so kam ich an meinen Plattenvertrag. Musik